Stefan, frischer Weltmeister im Sprint. Hättest du dir das vor 5 Tagen zugetraut? Nee, ich denke nicht. Also für uns stand das mal im Vordergrund, der Teamsprint, wo wir eine große Aufgabe hatten und wollten halt den anderen zeigen, Nationen, dass wir wieder da sind und doch können und für die nächsten Olympischen Spiele auf jeden Fall gewappnet sind und da auf jeden Fall wieder eine Rolle, also ja, mitreden wollen. Aber nach dem Teamsprint ist dann erstmal eine gewisse Anspannung abgefallen und es war recht schwierig, sich da wieder dann richtig rein zu motivieren in das Rennen. Und es wurde eigentlich von Tag zu Tag, hat man immer mehr Rennkilometer im Bein und es ist halt schwierig, immer wieder aufs Fahrrad zu steigen. Und ja, nach dem gestrigen Tag, nachdem er dann zu Ende war, habe ich schon ein bisschen mit geliebäugelt und wusste eigentlich, wenn ich einen kühlen Kopf war, kann ich das schon schaffen, weil alle Gegner, die jetzt dann unter den letzten 4 waren, sind auf jeden Fall schlagbar gewesen. Aber freuen tust dich schon, oder? Natürlich, es war wirklich ein großer Traum von mir, mal das Sprint-Weltmeistertrikot zu gewinnen. Und dass es wirklich so früh schon, in Anführungsstrichen mit 21 Jahren, geklappt hat, ist ein sensationelles Gefühl. Und ich denke, ich brauche jetzt erstmal 2-3 Tage, um das ein bisschen alles sacken zu lassen, zu realisieren. Und ich denke, dann kann ich mich zu Hause, dann, wenn ich zu Hause bin und wieder auf meiner Couch sitze, denke ich, dann kommt das alles und ich kann mich richtig freuen. Du hast dich auf jeden Fall als sehr erfahren hier bewiesen, also auch im Finale. Man hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass du irgendwie nur 21 warst. Ja, ich habe mir einfach nur gesagt, denk nicht drüber nach, was ist, wenn du gewinnst. Und bei einem kühlen Kopf und den anderen fällt es genauso schwer und die wissen auch, worum es geht. Und am Ende hat es geklappt und gepasst. Also, es ist sehr schön. Stefan, you're the fresh world champion in the sprint 8 years after René Wolf. How do you feel today being a world champion with 21 years of age? Yeah, it's an amazing feeling. Yeah, in the past, René was my coach when I was 18. And yeah, so it was a big dream for me to go the same way like him, win the world title in the sprint. And it's amazing to do the same like him. It's good to win with a team, but it's probably even better to win by yourself. Yeah, that's true. That we are a team in the team sprint, and so we win together or we lose together, and we win on Wednesday. And so it was great, and today it was amazing to win alone for me, and it was my race, and my own title. Thank you very much. Congratulations. Thanks.